Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und ich dachte, ich habe heute mal wieder ein neues Thema für euch. Etwas, was so, ja, ein bisschen Asperger, ein bisschen, vielleicht auch Neurose, ein bisschen Verhalten. Ich weiß es nicht, ich kann es selbst nicht einschätzen. Und vielleicht ein bisschen Sammelleidenschaft ist. Also, mein heutiges Thema ist das Thema schöne Worte. Und ich möchte das gleich mal anfangen mit folgender Anmerkung. Ich bin jemand, ich sammle leidenschaftlich gerne schöne Worte. Und für mich heißt es dann nicht unbedingt, dass das Wort auch eine schöne Bedeutung haben muss, weil ich habe da eine Geschichte für euch später. Aber ich bin jemand, ich sammle einfach Worte, weil ich ein Wort schön finde, vom Klang, von der Art, wie sich's anhört. Und ja. Ich habe dann da so ein kleines Sammelalbum in meinem Kopf. Das ist ganz süß. Das ist so in einem schönen Rot, also in einem schönen Weiß mit einer rosa Bordüre. Und da steht dann Elenas gesammelte Worte drauf. Gut, das habe ich jetzt nicht physisch, weil das sind echt zu viele Worte. Aber ich habe es in meinem Kopf. Und immer wenn ich ein neues, schönes Wort höre, dann kommt es in diesen Ordner rein. Und ja. Es gibt natürlich auch Worte, die ich nicht, weil sie schön klingen, habe, sondern weil sie eine schöne Bedeutung haben. Und ich möchte euch jetzt mal so ein paar Beispiele nennen, nämlich zum Beispiel eins, wo ich nicht finde, dass es ein unbedingt wunderschönes Wort ist, aber es eine wunderschöne, schöne Bedeutung hat, ist kostenfrei oder gratis. Das sind oder stark reduziert. Ja, das sind so Worte, die finde ich einfach schön. Wegen der Bedeutung. Ein Wort, das ich zum Beispiel sehr schön finde, weil es einfach schön klingt, ist zum Beispiel sei Margarete oder Lilien oder Forsythien. Das sind so Büsche, die sind so gelb und total giftig. Also man darf die auf keinen Fall irgendwie essen oder so, aber die sind echt hübsch und ich finde auch das Wort schön. Und ja. Jetzt kommen wir endlich zu der Geschichte, nämlich, wartet, entschuldigt, ich sitze irgendwie heute ein bisschen unbequem. Nämlich zum Thema, also das ist so eine Geschichte, die, glaube ich, ja, ich weiß nicht, wem die sonst noch so passieren hätte können, aber mir ist sie halt passiert. Und die Geschichte fängt ungefähr jetzt so an, nämlich ich war damals in meiner allerletzten Klasse mit der besten Klassenlehrerin und ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber auf jeden Fall ging es dann irgendwann um das Thema Politik oder ja, ich weiß es auch nicht mehr genau, um welches Thema, aber ich glaube um Politik. Und dann hat mal einer meiner Mitschüler das Wort Putsch genannt. Und ich fand das Wort einfach schön. Ich habe nicht gewusst, was es bedeutet. Ich habe zu dem Zeitpunkt mich noch nie mit sowas beschäftigt. Aber ich fand einfach, das Wort Putsch klingt schön. Das hat sowas, ja, sowas Nettes. Ich kann es jetzt nicht erklären, weil. Man kann nicht erklären, warum man etwas gut findet. Das ist irgendwie schwierig. Weil manchmal ist es einfach so, man findet etwas gut, weil man es gut findet. Und manchmal findet man etwas gut, weil es zum Beispiel so nett klingt oder süß ist oder weil es einem schmeckt oder irgendwie sowas. Aber warum ich das Wort Putsch damals so toll fand, weiß ich bis heute nicht. Und ja, auf jeden Fall mein Mitschüler, der ist dann auf mich zugekommen. Und hat mich dann auch total angegangen nach dem Motto, wie kannst du das Wort Putsch so schön finden, wenn ich dann irgendwann gesagt habe, ach, oh, das klingt aber schön. So mitten, also so es ging um Putsch und ich sag so, ach, das klingt aber schön. Und der hat mich dann auch angegangen, so nach dem Motto, wie kannst du sowas schön finden, das ist sowas Grauenhaftes und da sterben so viele Leute dabei. Und dann habe ich dann auch so, okay, das wusste ich bis jetzt nicht, aber ich finde es war trotzdem schön. Und der war dann etwas verärgert, aber naja. Als ich dann nach Hause gekommen bin, bin ich dann zu meiner Mutter gegangen und habe zu ihr gesagt, Mami, ich habe ein neues Wort gefunden für meine Sammlung, es ist Putsch. Und meine Mutter, die hat natürlich verstanden, dass ich nicht den Inhalt des Wortes meine, sondern wirklich das Wortwort. Und ich deswegen nicht meine, ich finde es schön, wenn viele Leute sterben, bei sowas und wenn sowas Grauenhaftes passiert, sondern einfach im Sinne von, ich finde es einfach schön von Klang oder weil es einfach in dem Moment so schön kurz war und so. In dem Moment habe ich mir irgendwie vorgestellt unter Putsch, ein Puddingkuchen.
Ja, ich weiß, das klingt jetzt komisch. So ein Kuchen mit in der Mitte Pudding und den kann man dann so weglöffeln und dann isst man da außenrum, den kann man so diese Puddingkuchen wegkratzen, also so weg, so den Mürbeteig wegbrechen und dann kann man sich so Pudding so wie so eine, ja, wie so die Chips, die man in Dip dippt. Und ja, so habe ich mir so, als ich das das erste Mal einfach so gehört habe, habe ich mir so vorgestellt. Und ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich verrückt, weil jeder, der in der Situation dabei gewesen ist, weiß, dass zwischen dem Moment, wo der Mitschüler dieses Wort gesagt hat, und dem Moment, wo ich so begeistert reagiert habe, glaube so 4, 5 Sekunden vergangen sind. Aber bin jemand, ich denke extrem schnell. Was ich euch auch mal in einem anderen Video erkläre, nämlich die schnelle Denkweise und die Vernetzung von meinem Gehirn oder ja, wie es eben so ist, wenn man schnell denkt und vernetzt denkt und deswegen schnelle Zusammenhänge zusammenbekommt oder auch eben sehr bildlich denkt. Und das werde ich euch in einem anderen Video alles ganz ausführlich meinetwegen erzählen, aber heute geht es ja nicht darum. Aber deswegen bin ich eben so schnell darin gewesen, mir ein Bild von diesem Wort zu machen und habe es eben einfach in dem Moment so schön gefunden. Und ja, es gibt auch so Worte, die klingen einfach furchtbar. Sowas wie zum Beispielsweise Wasser. Wirklich das Wort Wasser, nicht nur, weil ich Wasser an sich nicht mag, aber sondern auch einfach, weil ich Wasser, finde ich, ist ein hässliches Wort. Ich konnte das Wort Wasser schon als Kind nicht ausstehen. Meer. Ich finde irgendwie, Meer klingt auch immer so furchtbar im Sinne von Meer haben oder ans Meer fahren. Ich mochte das Wort Meer auch nie. Oder auch was ich nicht so gerne gemocht habe, war Hass. Hass, Angst, Ärger, diese ganzen typischen Worte, die fand ich auch immer total bescheuert. Und ja, ich bin einfach jemand, ich weiß, es klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich mag so Worte, die sich so ein bisschen putzig anhören. Und ich mag auch Worte, die sich reimen. Sowas wie ein Reim mit einem Keim auf dem Leim. weil sie sich so schön reimen. Ich liebe sowas. Und ich bin einfach jemand, ich möchte einfach nicht diese ganzen Worte nur wegen ihrer Bedeutung. Ich möchte nicht, dass alles eine Bedeutung braucht. Nicht alles braucht eine Bedeutung, die dann einem das Wort kaputt machen. Weil wir müssen uns mal überlegen, wie viele Worte gibt es, die klingen total furchtbar, bedeuten aber manchmal auch was voll Schönes, wie zum Beispielsweise eine Erkältung. Okay, das klingt jetzt komisch, aber eine Erkältung bedeutet im Zweifel, man hat vielleicht mal einen Tag frei. Oder, was gibt's noch? Sich überfressen. Das klingt total furchtbar, aber ist was Schönes, weil man hat wirklich richtig, richtig viel und sehr Gutes gegessen. Weil man überfrisst sich im Zweifel nicht, weil es einem nicht schmeckt, sondern weil es einem geschmeckt hat. Und solche Sachen finde ich einfach, sollten wir mal anders betrachten. Wir sollten einfach mal anfangen, die Worte anders zu betrachten und nicht mehr nur als das, was sie bedeuten oder was sie zu bedeuten haben, sondern einfach mal nur das Wort von sich aus. Es tut mir übrigens leid, dass bei mir im Hintergrund so furchtbar Plinkerei ist, aber ich tue gerade meine PlayStation im Hintergrund updaten und dieser blöde Bildschirm blinkt ständig. Es tut mir unglaublich leid. Und weil das jetzt so ist und ich jetzt da ehrlich gesagt nicht viel mehr zu sagen habe, was ich auch gut finde, jetzt fällt mir doch noch was ein, ist, wenn es ein guter Werbespruch ist. Ein guter Werbespruch bleibt einem bis ans Ende aller Tage im Kopf, sowas wie guten Freunden gibt man ein Küsschen oder merci, dass es dich gibt. Oder sowas wie, gut, das ist jetzt noch nicht so alt, aber es ist mir im Kopf geblieben. PlayStation 4 hatte mal hatte das Motto For the Player. Das war auch sowas, wo man einfach sagen muss, wow. Oder auch das iPhone 4, das war iPhone Speed. Also das 4 steht für Schnelligkeit. Und ja, solche Sachen finde ich einfach total toll, wenn wir mehr uns mal mit den Worten beschäftigen und einfach nur mal Worte sehen und nicht nur Bedeutungen, sondern einfach nur die Worte, dann ist das einfach wundervoll und ich mag das total gern und deswegen habe ich ein Riesenbuch in meinem Kopf mit Wortesammlungen. Und ja, dieses Video heute war einfach mal so ein bisschen erzählen aus meinem Leben, ein bisschen erzählen, was so ich gerne mache, was ich so als Hobbys habe. Und ja. Ich würde jetzt sagen, jetzt kommen wir endlich zu unserem Querdenker-Quiz und gucken mal, was uns heute erwartet.
Gucken, ob es heute vielleicht passt. Yay, kleiner Text. Zahnpasta ist das Motto. Das ist schon erstaunlich, aber Zahnpasta gehört zu den Lieblingsprodukten aller Querdenker. Zahnpasta kann man zum Zähneputzen benutzen und wozu noch? Sicherlich kennst auch du ein paar nützliche Eigenschaften von Zahnpasta. Wie immer zeige ich euch jetzt die Frage. Und das, was fällt mir gerade so nützlich jetzt zum Thema Zahnpasta ein? Naja, Zahnpasta ist super, wenn man Löcher in der Wand hat. Dann stopft man immer so ein bisschen Zahnpasta, macht das dann so auf den Finger oder auf irgendwas drauf, stopft das ins Loch rein und lässt es trocknen. Dann sieht es aus, als hätte man kein Loch in der Wand. Kleiner Trick von Elena. Oh Gott, ihr wisst nicht, wie viele kleine Pinnnadellöcher ich mit Zahnpasta gefüllt habe. Und das sollte ich jetzt auch nicht jetzt sagen, weil meine Mutter nachher das Video anguckt. Und ja, vergiss es wieder, Mami. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Ich habe, wie ihr merkt, richtig gute Laune. Und ich hoffe, dass euer Mittwoch genauso toll ist und eure Woche noch genauso toll ist wie bei mir. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr so komische Sachen sammelt, sowas wie Worte oder nette Bilder oder was auch immer. Was sammelt ihr? Ihr könnt mir aber auch gerne das auch auf Twitter schreiben oder auf Facebook oder eine E-Mail an die bell.ritma@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.